Ich glaube, wir haben alle zwei Probleme mit diesem sogenannten Abkommen. Das eine ist, wie es zustande gekommen ist. Und das andere ist, was drinsteht, beziehungsweise noch viel schlimmer, was alles nicht drinsteht. Weil es wimmelt nur so von Wahrheiten und Möglichkeiten und hat nur einen Sinn und Zweck, nämlich für die Zukunft vorzubereiten, dass die, die im Moment schon das ganze Geld scheffeln, mit dem freien, ehemals freien Internet noch reicher und noch mächtiger werden. Und deswegen regen wir uns auf. Es ist doch nicht so, dass diejenigen, die mit ihrem kreativen Denken, mit ihrer Kultur, mit ihrer Musik, dass die davon Geld sehen, wenn ACTA in Kraft tritt. Im Gegenteil, die sind noch nicht mal gefragt worden bei diesem Abkommen. Kulturschaffende müssen von ihrer Arbeit leben können. Aber ACTA verhindert das und fördert das nicht. Für uns ist das freie Internet ein Werkzeug, in dem wir uns frei bewegen wollen. Wenn dieses Abkommen irgendwann mal doch oder in irgendeiner anderen Form Wirklichkeit wird, dann hat das den gleichen Charakter, als würden Sie demnächst Gebühren für das Schreiben, Gebühren für das Nutzen unseres Alphabets erheben. Das geht nicht! ACTA ist so, wie es zusammengekommen ist. Ein Versuch der jetzt schon Reichen, der jetzt schon Mächtigen, über das Internet, das Internet sich anzueignen und die Verwertungsrechte sich anzueignen. Da haben noch nicht mal die Künstlerinnen und Künstler was von und da haben vor allen Dingen wir alle überhaupt nichts davon, außer jede Menge Nachteile. Das heißt, die Frage Stopp ACTA ist auch eine Frage, wem gehört was, warum? Und wir beanspruchen das Internet für uns. Die Frage Stop ACTA ist eine Frage Stop Capitalism. Es geht darum, denen nicht unser Leben zu überlassen. Danke. Bitte.